Der Hauptbahnhof von Leipzig, Treffpunkt der Trinker und Junkies. Viele sind schon seit ihrem Teenageralter hier, so wie Nadine. Und auch Sigis Trinkerkollektiv verbringt seine Tage am Bahnhof. Also mein erster Schnaps heute. Sie wohnen in Abrisshäusern hinter dem Bahngelände. In Elend, Dreck und Hoffnungslosigkeit. Wie sieht der Alltag dieser Menschen aus? Sieben Kilometer vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt, das St. Elisabeth Krankenhaus. Hier treffen wir Siegfried Berndt. Sigi, wie ihn alle nennen, ist seit vielen Jahren arbeitslos und alkoholkrank. Er besucht Nadine, seine Kumpeline, wie er sagt. Sie liegt auf der Intensivstation, ist keine 30 und kämpft mit dem Tod. Es ist der Tiefpunkt im Leben der jungen Frau. Leber und Nieren sind kaputt. Durch 15 Jahre exzessives Trinken. Du packst das. Ich sag dann allen schönen Gruß, ne? Auf dem Bahnhof. Ne? Wir hatten Nadine ein Dreivierteljahr zuvor kennengelernt. Hinter dem Bahnhof zeigt sie uns ihr provisorisches Zuhause. Naja, hier hinten sind halt die Heim. Und das ist jetzt unser Quartier. Also quasi, das ist der Zugangsbereich, sagst du mal so. Also wenn jetzt hier mal Partys sind, wenn mal irgendwer da ist oder so, dann machen wir das hier. Und dann hätten wir hier noch unser Zuhause. Nur mal kurz reinfilmen. Bankrock forever. Tischterrasse? Ja, haben wir öfters gegrillt. Was war denn das damals so hier? Das war also Deutsche Bahn. Alle, die von der Deutschen Bahn gearbeitet haben. Wir haben zwei Schlafsäcke, wir haben übelst viel drunter liegen, wir haben. Das geht schon mit einer Pappe, mit allem, das schaut hin. Also ich finde es schön, muss ehrlich gesagt sagen, und selbst wenn ich eine Wohnung hätte, Leute, ich bleibe trotzdem hinten schlafen, wenn ich zu blau bin, um hin zu gehen. Und das können Sie gerne mit aussenden, Leute. Das können Sie echt erwähnen. Ich bleibe hier, das ist meine Zentrale. Ich bleibe Bescheid wissen. Sigi wird bald aus seiner Wohnung fliegen. Er sucht eine neue Bleibe. Aber hier, Sigi, hier wollen wir sowieso reinziehen. Die ist komplett sauber. Aber erst wenn sie jetzt hier so ein bisschen zug ist. Die ist komplett sauber. Das wäre dann dein Schlafplatz. Das geht wirklich ohne Mist. Sigi war früher Bahnbetriebsschlosser. Jetzt bettelt er vor dem Hauptbahnhof. Rosa, hättest du vielleicht bitte eine Zigarette? Ne? Gut, okay, trotzdem den Tag hier. Haben Sie vielleicht mal einen Groschen? Danke Ihnen sehr. Viel hat er heute noch nicht im Rasselbecher. Das sind 3 Euro. 10. Sigi ist entwurzelt. Zu seiner Familie und seinen Kindern hat er keinen Kontakt mehr. Wir laden ihn zu einer Tasse Kaffee ein. Weil er einen 1,50 Euro Job schmiss, wurden ihm die Hartz-IV-Bezüge gekürzt. Die letzte Überweisung vom Amt. 36 Euro im Jahr waren es nicht. Das ist nicht meine Monatskarte. Weil mit 36 Euro kann ich nicht leben. Ich habe zwar Lebensmittelgutscheine gekriegt, 2 Stück, in Höhe von 61 Euro im Monat. Also hatte ich 100 Euro im Monat. Also mehr ist es nicht gewesen, 100 Euro. Ne? Ein anderer Bewohner der Lagerhallen ist André. Auch er lebt, seit er 14 ist, auf der Straße. Seither hatte er zweimal einen Mietvertrag. Doch wegen Mietschulden verlor er die Wohnungen. Ja, wie gesagt, ist nicht gerade aufgeräumt, ja? Ja. Hier tue ich mich dann abends halt hinlegen und schlafen. Ja. Das ist hier offen, André. Naja, ja. Meine private Lüftung. Nee, es ist schon ganz schön ekelhaft eigentlich hier hinten. Es ist schon, aber ich denke, also mit den Jahren auf der Straße härtet man ab. Also, man, keine Ahnung, wie soll ich es Ihnen erklären? Man stört ihn dann irgendwann gar nicht mehr, wenn es hier. Ja. Ich meine, im Gefängnis, meine Zelle, die sah immer picobello sauber aus. Also, blitzeblank geputzt, ne? Aber ich meine, was soll ich denn hier putzen? Was soll ich denn hier anfangen aufzuräumen? Ich meine, das Tuch unterm Hintern soll vor Kälte schützen, nicht gegen den Schmutz.
Ein wohlmeinender Helfer schenkte ihm einen Campingkocher. André nutzt ihn auch, um darauf Heroin zu kochen. Ich habe jetzt so viele Jahre schon überlebt. Ich weiß halt, wie man sich... Das Gespräch wird durch unerwarteten Besuch unterbrochen. Einen schönen guten Tag. Die Bundespolizei steht plötzlich in Andres Wohnzimmer. Die Bundespolizei. Kürzlich erst starben zwei Menschen in den Lagerhallen. Seither schaut die Polizei häufiger vorbei. Ihr wisst ja, ne? Keine offenen Feuer. Versprochen, wir werden uns dran halten. Warum leben Menschen wie Nadine und André in Abrisshallen? Die Stadt Leipzig bietet 98 Übernachtungsplätze in verschiedenen Häusern an. Doch viele Bedürftige meiden diese Obdachlosenheime. In Mainz treffen wir einen Arzt, der seit Jahren obdachlosen Menschen hilft, Dr. Gerhard Trabert. So, das hier ist jetzt unsere Poliklinik ohne Grenzen. Das ist für alle Menschen, die nicht krankenversichert sind oder glauben, nicht versichert zu sein. Hier haben wir unser normales, internistisch-allgemeinärztliches Untersuchungszimmer mit Ultraschall und EKG. Der Arzt meint, ein purer Schlafplatz für Wohnungslose, das wäre zu wenig. Also da wird immer angenommen, es gibt genug Übernachtungsmöglichkeiten, die gibt es nicht. Wir haben zu wenig Übernachtungsmöglichkeiten für Frauen, zu wenig für Paare, zu wenig für wohnungslose Menschen mit einem Hund zum Beispiel. Und wir haben immer noch viel zu große Schlafsäle. Viele Menschen sagen mir, ich kann nicht mit 8, 9, 10 anderen Menschen in einem Raum schlafen. Viele sagen mir, dort wird gestohlen oder ich fühle mich nicht sicher. Also es müsste viel mehr angeboten werden, dass man ein eigenes Zimmer hat, dass man seinen eigenen Bereich hat, dass man sich zurückziehen kann, wenn man möchte. Am Stadtrand von Leipzig. Sigi wartet auf die Gerichtsvollzieherin. 8.38 Uhr. Wann kommt die da? Um 9 Uhr, pünktlich, haben sie gesagt. Es sind die letzten Minuten in der eigenen Wohnung. Wegen Lärmbelästigung muss Sigi raus. 2017 haben die Gerichtsvollzieher in Leipzig 1025 Wohnungen zwangsgeräumt. Das sind rund 3 Wohnungen pro Tag. Eine Nachbarin sichert das einzig verbliebene Möbelstück. Dann ein kurzer Abschied. Wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Nummer hast du. Und Sigi ist obdachlos. Auf die Straße gesetzt am kältesten Tag des Jahres. Der zweifache Vater steuert die leerstehenden Hallen hinter dem Hauptbahnhof an. Bei Nadine wird er vorübergehend Quartier finden. Ich bin's. Hinter dem Hauptbahnhof, einige Tage später. Bei minus 10 Grad suchen Nadine und ein Kumpel eine geschützte Ecke. Beim Abendbrot erzählen sie, wie sie hierher kamen. Also meine Mutti ist 3 Tage vor meinem 14. Geburtstag gestorben. Und meine Brüder sind total für den Arsch. Der eine ist ständig nur auf Koks und der andere auf Entgiftungs. Denken Sie denn wirklich, die haben sich ein Stückchen um mich gekümmert in der Zeit, wo meine Eltern verstorben sind? Ein Scheißdreck. Ich werde jetzt 33. Haben Sie mal einen Beruf gelernt? Koch. Und wie kam es dann dazu, dass Sie hier leben jetzt? Durch Drogen, Alkohol und Mietschulden. Dann haben sie mich halt rausgeschmissen aus der Wohnung. Und dann halt Gefängnis. Der macht schon wieder einen auf übelst armes Schwein. Der ist selber schuld, der ist jahrelang schon dabei. Ohne Mist, man hat sich doch damals ausgesucht. Ich bin seitdem ich 14 bin am Vorplatz. Und ich habe mir ausgesucht, was für ein Leben ich habe. Und ich möchte halt, also was meine Kinder betrifft, möchte ich die einfach nur nicht stressen. Ich möchte nicht, dass sie da irgendwie, aber trotzdem, das ist so ein Mimimi-Gelaber, das kann ich schon dann tun. Du bist mir schon eine. Also ich könnte ja auch in ein Frauenhaus gehen oder in die Chopin-Straße, aber das ist mir alles nicht. Bringt mir auch erstmal alles nicht, weil da musst du früh um 8 raus. Und wenn es dir dein Hund elend geht, musst du trotzdem früh um 8 raus. Dann bleibe ich lieber hier hinten. Hier habe ich meine Jungs, hier habe ich meine Freunde, ich bin direkt in der Zentrale. Ich bin hier wirklich gut aufgehoben, ohne Mist.
Vor der Westhalle des Hauptbahnhofs von Leipzig hat auch Melanie ihren Stammplatz. Die junge Frau ist nicht nur obdachlos. Melanie, Sie sind schwanger, ja? Ja. Und was wird es? Es wird gesund. Ich möchte es noch nicht verraten, aber es wird gesund. Auf Nenner jedenfalls. Nicht Dreck, Hunger oder Kälte. Etwas anderes ängstigt die werdende Mutter. Es ist jedenfalls sehr schwer auf der Straße. Es ist nicht einfach. Weil gerade durch die Überfälle und dann, wenn man zusammengeschlagen wird oder sonst was, das muss man alles mit einkalkulieren. Sind Sie hier während der Schwangerschaft zusammengeschlagen worden? Noch nicht, toi, toi, toi. Der Hauptbahnhof von Leipzig ist seit einem halben Jahr Melanies Lebensmittelpunkt. Hier bettelt sie, trifft Freunde, flieht vor der Kälte. Zum Abendbrot gibt es heute Hühnchenflügel, ihr Lieblingsgericht. Während der Mahlzeit bewegt sich plötzlich das Kind im Mutterleib. Obwohl sie auf der Straße lebt, würde die Schwangerschaft komplikationsfrei verlaufen, erzählt sie uns. Ach, mir wird trotzdem Angst. Sie haben Angst? Für die Zukunft bisschen. Auch Melanie lebt in einer der Lagerhallen, hochschwanger, alkoholkrank und ohne Schutz und Hygiene. Sie träumt von einer eigenen kleinen Wohnung für sich und das Kind. Eine Zweiraumwohnung würde mir schon vollkommen reichen. Ordentliches Kinderzimmer, jedenfalls eine Küche. Unweit des Bahnhofs ist das Büro einer Leipziger Wohnungsgesellschaft. Melanie sagt, sie sei fest entschlossen, sich jetzt zu kümmern. 8 bis 12 Uhr und dann 13 bis 18 Uhr. Nach telefonischer Vereinbarung. Schade eigentlich. Und das war es auch schon mit dem Bemühen um eine gesicherte Zukunft für sich und das Baby. Einige Tage später. Melanie hat einen Sohn entbunden. 8 Wochen zu früh. Ja, es ging sehr, sehr schnell. Ist er zu früh gekommen? Der Kleine ist nicht zu früh gekommen, der ist ordentlich gekommen. Und alles gesund? Ja, ist alles IO. Wissen die Ärzte hier, dass sie obdachlos sind? Ja, ich habe das Jugendamt alles eingeschaltet, alles. Wo ist das Kind jetzt? Das ist jetzt drüben in der Kinderstation. Und es bleibt auch erstmal so lange hier von mir aus, bis ich hier in gesicherten Verhältnissen bin und so weiter und so fort. Weil ich kann das den Kleinen nicht antun. Auf der Straße. Das geht nicht, das geht nicht. Melanies Kind ist ein Frühchen und viel zu klein. Diesen Fakt verdrängt die alkoholkranke Mutter. Die Tatsache, dass sie während der Schwangerschaft fast täglich trank, findet sie nicht so schlimm. Ich habe das genommen, bloß wie ein Medikament. 1, 2 solche Schachteln und das war's. Was für Schachteln? Wein, entweder mal eine halbe Packung oder mal das, eine halbe Packung Sangria, mal das. Oder aber keine harten Sachen wie Wodka, Brauner oder was ist, wie das alles heißt. Natürlich ist Alkohol oder eine andere Drogenabhängigkeit ein absoluter Risikofaktor für die Mutter und für das ungeborene Leben. Natürlich kann man jetzt sagen, was ist mit der Verantwortung der Mutter diesem Kind gegenüber? Muss man auch. Das ist eine Form der, ja, schon auch der Kindervernachlässigung, vielleicht sogar Misshandlung. Aber man macht es sich zu leicht, jetzt nur zu verurteilen. Für mich ist so ein Verhalten immer ein Zeichen, ein Indiz dafür, dass dieser Mensch mehr Unterstützung und Hilfe braucht. 10 Tage nach der Entbindung sitzt Melanie wieder an ihrem Stammplatz vor dem Leipziger Hauptbahnhof. Ihr Kind hat sie seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Alles, was ihr bleibt, sind Kumpel Jürgen, etwas zum Trinken und ein paar Fotos. Für Melanies Kind wird nun eine Pflegefamilie gesucht. Wie es für Melanie weitergeht, ist ungewiss. Im Frühling treffen wir Sigi wieder. Guten Morgen, Mädels. Wie sieht das hier schon wieder aus? Ja, Sigi, bis heute wieder Fernsehstar oder was? Und ihr seid doch schon wieder frisch. Sigi könnte reich sein. Er erzählt uns, er hätte geerbt. Bevor er sein Erbe antritt, ein Schlückchen zum Frühstück. Also mein erster Schnaps heute. Sein verstorbener Vater besaß etliche Immobilien. In Neugersdorf, Zittau, Eberspach, denke ich mal, und Seifhennersdorf.
Waltersdorf muss was sein. Dann selbst hinter Löber muss noch Land sein. Wir fahren nach Eilenburg. Hier hatte sein Vater zuletzt gelebt. Sigi soll Grundsteuern zahlen. Doch wovon bloß? Der Grundbuchauszug übertrifft alle Erwartungen. Er und sein Bruder sind Eigentümer von 16.000 Quadratmetern Land. Wir stehen hier zu, Fläche, Landwirtschaft, Fläche, Waldfläche, Gebäude und Freifläche. Sein Bruder soll das Erbe ausgeschlagen haben. Somit könnte Sigi alleiniger Besitzer dieser Immobilie sein. Und das geht hier hinter weiter, in die Ecke. Weil ich denke mal, hier hinten, der ganze Wald ist auch noch meine. Die Fläche wird offensichtlich landwirtschaftlich genutzt. Doch Pachteinnahmen hat Sigi davon nicht, dafür jede Menge Schulden, weil seit dem Tod des Vaters Versicherungen und Grundsteuern nicht mehr bezahlt wurden. Und doch, der Traum von Wohlstand ist plötzlich sehr real. Und das da hinten ist eigentlich alles meins. Und das geht hinten noch bis zur Mulde. Und weiter jetzt. Und sogar noch alter Bunker ist auch noch hier. Hinten versteckt. Gut, ich hau erst mal ab hier. Sigi ist überfordert. Denn auch das Jobcenter hat vom Erbe Wind bekommen und prüft die Kürzung der Hartz-IV-Bezüge. Denn wer vermögend ist, hat keinen Anspruch auf Unterstützung. Doch noch hat Sigi bisher nichts als Schulden geerbt. Bis jetzt ist es ein Fluch, richtiger Fluch. Ist auch ein Segen, aber wenn man es hat und hat es doch nicht, ich weiß es nicht, was man machen soll. Ihm helfe jetzt nur eines, meint er. So, willst du auch hin? Ja, Zwerge. Ohne. Nadine, die mit 14 beide Eltern verlor, trinkt seitdem. Sie ist Mutter von zwei Kindern, die beide bei Pflegefamilien leben. Aufhören mit dem Trinken, das kann sie sich trotzdem nicht vorstellen. Ich bin überhaupt von der Kinder, der Papst persönlich vor mir stehen. Ich bin überhaupt nicht motiviert. Ich trinke halt einfach auch zu gern. Ich versuche schon ein bisschen weniger zu trinken, aber ich versuche auch keinen damit zu schaden. Sagen wir mal so. Sigi hat nach 9 Monaten noch immer keine Wohnung und Nadine hat die Suche schon lange aufgegeben. Die beiden wissen, dass sie ihr Leben gefährden, aber sie verweigern jede Therapie. Immer wieder kommt es aufgrund von Alkohol und Drogen zu Todesfällen in der Leipziger Bahnhofsszene. Tja. Die sterben alle. Heute, also heute Morgen ist Bertie vom Köln. Der war zwar heroinabhängig, aber es war ein guter Kerl. Ich habe den immer gut leid gegangen. Jedes Mal sterbt die. Göb ist der 4. Todesfall im Umfeld des Hauptbahnhofs in nur 6 Monaten. Im Winter verbrannte Arthur aus Estland in dieser Hütte. Ebenfalls im Winter erfror zwischen Polizeiwache und Bahnhofsmission ein 61-jähriger Mann. Und im Frühjahr starb eine Bekannte von Sigi. Zuvor soll sie von ihrem Lebensgefährten misshandelt worden sein. Einige Wochen später, Nadine geht es schlecht. Sigi stützt sie. Allein kann Nadine nicht mehr laufen. Zum körperlichen Verfall kommen jetzt im Herbst auch Depressionen. Von Oktober bis Februar sind das eigentlich die schlimmsten Monate für mich. Weil Oktober ist meine Mutti gestorben, November mein Papa, nee, andersrum. Und Weihnachten ist sowieso nicht meine Zeit. Aber ich bin, wie gesagt, umgezogen. Ich habe einen neuen, tollen Freund. Der neue Freund nennt sich Luigi. Er wollte mit Nadine jetzt, bevor der nächste Winter vor der Tür steht, eine Notunterkunft aufsuchen. Doch Nadine will nicht. Ich kann sie nicht dazu zwingen, irgendwo in Sicherheit zu gehen, wo es warm ist. Muss ja Unterstützung kriegt. Will sie ja nicht. Dann muss ich sie hier unterstützen. Das mache ich ja gerne. Vielen Obdachlosen ist wegen ihres körperlichen Zustands der Weg zum Arzt peinlich. Dr. Trabert aus Mainz kennt das Problem und löst es auf seine Art. Das ist jetzt unser
fahrbares Sprechzimmer, unser Arztmobil. Damit fahren wir dorthin, wo die Menschen halt auf der Straße leben. Ja, wir haben hier einfach Untersuchungsgerät, Stethoskop und Blutdruckmessgerät. Das alles haben wir hier. Ich glaube wirklich, dass sehr viele wohnungslose Menschen genau wissen, was es bedeutet, so zu leben. Wie gefährlich es ist, dass sie krank werden, dass sie auch daran sterben können. Und dass es fast so was ist wie ein chronischer Suizid. Und das zeigt mir allerdings, dass wir als Gesellschaft versagen, wenn Menschen sich so zurückziehen und sich aufgeben. Im November bricht Nadine zusammen und wird von Freunden in diese Klinik gebracht. Leberversagen. Sie schwebt zwischen Leben und Tod. Kurz zuvor wurde Nadines neuer Freund Luigi verhaftet. Wir besuchen ihn in der JVA Torgau. Luigi sei 60 Mal schwarz gefahren, deshalb sei er jetzt hier, erzählt er uns. Es ist seine 5. Haftstrafe. Körperverletzung, Diebstähle, Handel von Betäubungsmitteln gehörte damit dazu. Und die letzte Haftstrafe 2016 hat dazu geführt, dass ich dann halt in die Obdachlosigkeit gerutscht bin. Durch meine eigene Dummheit, sag ich mal wirklich. Weil der Staat halt die Möglichkeit ja gibt, die Wohnung bis zu einem Jahr zu übernehmen. Das habe ich halt im Laufe meiner Ex-Freundin abgewehrt. Sie hat gesagt, sie kümmert sich darum, dass die Wohnung leergeräumt wird. Sie hat keinen Millimeter getan. Sie war innerhalb von 2 Tagen schon wieder mit neuen Typen zusammen. Ich bin rausgekommen ohne Wohnung, mit Mietschulden, stehe in der Schufa und dadurch kriege ich in Leipzig auch keine Wohnung momentan mehr. Dafür hat es Sigi geschafft. Nach 11 Monaten auf der Straße hat er endlich wieder ein eigenes Zuhause. Sigi, sind Sie froh? Ja, klar bin ich froh, echt. Ich meine, glücklich. Ja, dass ich es gepackt habe. Ich habe meine Wege gemacht. Ich möchte nichts Hohes haben, also was vielleicht bis hierher geht, so in die Höhe. Eine Couch irgendwo mit hin, wo ich schlafen kann, oder ein Bett. Naja. Tja, dann ist das Ding schon ausgefüllt, ja, aber es reicht. Ich kann endlich wieder mal leben und atmen. Hab's gepackt, erstmal wieder, eine Hütte zu haben. Das Schönste ist hier die Einbauküche. Die Wohnung ist wichtig, doch die Tage verbringt er weiter am Bahnhof, dort, wo seine Freunde sind. In Torgau wird Luigi, der Freund von Nadine, aus der Haft entlassen. Mit dem Zug geht es zurück nach Leipzig. In die Abrisshalle, gleich hinter dem Hauptbahnhof. Dort trifft er Nadine wieder. Auch sie wurde entlassen. Den Ärzten ist es gelungen, ihr Leben zu retten. Na, meine Liese. Gott, siehst du gut aus. Du aber auch. Bei der Entlassung aus der Klinik wurde Nadine geraten, nie wieder zu trinken. Sie wird sich daran halten. Herbst, ein Dreivierteljahr später. So, na dann, mein Guter. Komm rein in die gute Stube, wir sind umgezogen. Nadine und andere Obdachlose haben das ehemalige Zollhaus am Bahnhof besetzt. So, naja, das ist meine Rumpelhalle wie immer. Immerhin ein Raum mit trockenen Wänden. Langsam bürgerlich, ja? Ja, naja, man muss man nicht übertreiben, aber es ist halt ein Zimmer. Nadine und andere Punks vom Hauptbahnhof wollen das alte Zollhaus für den Winter herrichten. Kevin Koch ist der Sprecher der Punkwerkskammer, wie sie sich nennen. Stuhl mal ein bisschen die porösen Stellen von dem Mauer, also von dem Putz, weil das Haus ja jahrelang leer stand, durch ein bisschen stabilisieren, also der Putz ist nicht kaputt. Es gibt weitere Pläne. So sollen eine Kleiderkammer, Partyräume und eine Küche entstehen. Doch ein Investor aus Bremen hat anderes vor mit dem über 12 Hektar großen Gelände. Ein neuer Stadtteil soll entstehen. Im August vergangenen Jahres stellt der Bauunternehmer Jens Meinrenken die Pläne vor. Die Obdachlosen und Hausbesetzer sind im Weg. Anfang November dann ein überraschendes Angebot. Naja, also wir haben ja jetzt hier in diesem Haus gewohnt, haben auch viel gemacht. Kleiderkammer, ja, und so. Ich bin übelst schlecht in sowas. Und jetzt ziehen wir aber wieder um. Wir haben ein Haus von dem Vermieter gekriegt, weil das hier ein Kindergarten werden soll. Und das ist weiter hinten im Gelände. Also Teil dieses Angebots ist, dass wir praktisch weitermachen können mit unseren Projekten und so weiter. Und mit dem ganzen Verein würden wir ein Startgeld kriegen von 10.000 Euro.
inklusive ein Jahr mietfrei. Nadine, Kevin und einige der Punks ziehen tatsächlich in dieses Haus. Das Ausweichquartier hat der scheinbar großzügige Investor zur Verfügung gestellt. Die Stadt hält das Problem der Obdachlosen am Bahnhof wohl damit für gelöst und teilt exakt auf Anfrage mit: Momentan sollen sich auf dem Gelände keine obdachlosen Personen befinden. Keine Obdachlosen mehr? Das ehemals besetzte Haus ist jetzt tatsächlich geräumt und gesichert. Doch exakt weiß von mindestens 20 Menschen, die noch immer auf der Brache leben. Guck das mal an, wie wir hier wohnen. Aber wir wohnen, wir haben eine eigene Küche. Mit eigener Kochstelle. Wo ist die Küche? Da ist unsere Kochstelle, da ist unsere Küche. Das ist unser. Wo haben Sie vorher geschlafen? Auf dem Wilhelm-Leuschner Platz, an der Rampe. Und warum nicht im Übernachtungshaus? Weil man da bestohlen wird. Rückt man es auf die Straße. Marcel und seine Freunde. Obdachlose, die es laut Auskunft der Stadt hier gar nicht gibt. Auch die Polizei weiß es besser und fährt täglich Streife. Die Beamten schauen nach akut Hilfsbedürftigen. Gerade waren sie bei Franz, einem 62-Jährigen. Er wohnt in dieser Hütte ohne Tür. Ja, es schaut immer doch ziemlich chaotisch aus, weil ich gerade wieder am Umbauen bin. Und natürlich das ganze Material und mein ganzes Zeug, was ich hatte, brauchen dann teilweise noch Sachen von anderen Leuten. Ich lebe hier, ja. Zur Mittagszeit hält vor Franz Hütte ein LKW. Ja, Wahnsinn, Mann. Du kommst ins Fernsehen. Regelmäßig kommt der Fahrer vorbei, um zu helfen. Der hat mir jetzt so Bockwürste vorbeigebracht. Die haben halt ein Herz für ihre Mitmenschen. Weitere 4 Monate später. Hinter dem Hauptbahnhof rücken die Abrissbagger an. Lagerhalle für Lagerhalle wird abgerissen. Genau hier haben wir Nadine das erste Mal getroffen. Noch immer verbringt sie ihre Tage am Bahnhof. Nadine, wie geht's dir? Gut, danke. Ja? Ja. Was gibt's Neues? Meine Zähne. Ich habe meine Zähne machen lassen, bin jetzt 1,5 Jahre trocken. Gehe am Dienstag aufs Jugendamt, mal wegen meinen Kindern. Ja, naja, vergessen habe ich die nicht. Also ich will sie da jetzt nicht rausreißen, wo sie sind, aber ich würde sie gern kennenlernen. Ich denke, das lässt sich machen, also klang ganz gut. Da hinten wird ja alles abgerissen, das sieht man ja. 15 Jahre hatte Nadine schwer getrunken. Und gibt es Entzugserscheinungen? Oder? Ich? Nee, gar nicht. Seltsamerweise wirklich nicht. Nein, ich fühle mich besser als gedacht hätte. Ja. Für eine kurze Zeit darf sie noch im Ausweichquartier des Investors wohnen. Wie es dann weitergeht, weiß sie nicht. Und Sigi? Ihn treffen wir zum ersten Mal nicht am Bahnhof, sondern im Nordwesten Leipzigs, am Lindenauer Markt. Hier ist jetzt jeden Morgen Frühschoppen. Bei schönem Wetter sitzen sie auf dem Markt, bei Regen wie heute flüchten sie sich in einen nahen Hausflur. Den Hauptbahnhof darf Sigi nicht mehr betreten. Ich habe Hausverbot gehabt. So, dann habe ich Haus Riensbruch. Ne? Und für den Haus Riensbruch habe ich 400 Euro Strafgeld. Hausfriedensbruch, weil er sich im Bahnhof eine Flasche Bier kaufen wollte, behauptet Sigi. Er zeigt uns den Strafbefehl. 463 oder wie viel sind das? Wie es zu dem Hausverbot kam, war das der jetzt? Das weiß Sigi nicht mehr. Oft hat er so viel getrunken, dass er sich an vieles nicht erinnern kann. Wie gesagt, ich bin immer noch Alkoholiker. Gebe ich zu, muss ich ja. Also man sieht es ja an mir, hier steht es ja auch rum. Ne? Und wie gesagt, ich bin davon bis jetzt noch nie weggekommen. Aber ich habe es halbwegs im Griff. Immerhin, er trinke jetzt weniger, behauptet der inzwischen 50-jährige Sigi. Hinter dem Hauptbahnhof sollen 700 neue Wohnungen entstehen. Ein Gymnasium mit Sportplatz, Radwegen, ein Hotel. Die Obdachlosen kommen nicht vor. Für sie wird nur noch an den Rändern der Stadt Platz sein.